Nebenthema, das nur so ganz am Rande, eigentlich interessiert es ja gar keinen Großes. Man findet es auch eher so auf Meldung 3 oder 4, wen interessiert schon. Die NSA hörte die Bundesregierung ab, das Wirtschafts-, Finanz- und Landwirtschaftsministerium und viele andere vermutlich auch. Naja gut, die Terrorgefahr ist natürlich klar, die muss man eindämmen und hier muss man das Landwirtschaftsministerium genau im Auge behalten. Die Vitaminbomben von deutschen Äckern, die darf man nicht unterschätzen. Da ist immer wieder Gefahr in Verzug. Meine Damen und Herren, das ist nichts anderes als ein feindlicher Angriff gegen die Bundesrepublik Deutschland und nichts anderes. Immerhin findet Herr Steinmeier die Sache inzwischen problematisch und de Maizière, der gibt sich zerknirscht. Wir sind misstrauischer geworden. Ja, holla die Waldfee, aber auch. Hört doch bitte endlich auf, uns zu verschaukeln und zu beschwichtigen. Sagt doch, wie es ist. Wir sind ein Untertan der USA, ihnen aus diversen historischen und gegenwärtigen Gründen hörig und sehen keine Möglichkeit, das zu ändern. Das ist nun mal der Status quo. Damit müssen wir uns abfinden oder eine langfristige Änderung anstreben. Alles andere ist und bleibt Volksverdummung. Das kann man den Leuten auch so sagen. Sie wissen es doch ohnehin. Inzwischen liegt übrigens eine Strafanzeige aus Österreich gegen die beiden Herren vor, weil sie im Auftrag der USA mit BND und Telekom im Verein eine Nachrichtenleitung der Österreicher angezapft haben. Soweit machen wir es momentan als Schergen in Europa, dass wir uns gegenseitig das Leben schwer machen. Super Sache. Ach, bleiben wir beim Thema US-Militärstrategie. Generalstabschef der USA, der stuft Russland und China inzwischen als Bedrohung ein und sieht eine steigende Gefahr für interstaatlichen Krieg zwischen den USA und einer Großmacht. Das heißt nichts anderes als ein Weltkrieg. Nur mal so nebenbei erwähnt. Und dann noch die ganz nebensächlichen Dinge. 14.30 Uhr USA Arbeitsmarktdaten, Erstanträge und um 16 Uhr die Auftragseingänge der Industrie. Wer weiß, wie lange die uns noch interessieren. In diesem Sinne, erfolgreichen Handelstag, machen Sie es gut und bis morgen.